Hallo liebe Freunde des gepflegten Motorradzubehörs und willkommen zu einem weiteren Video von Hepco und Becker und mir, Daniel, mit der Husqvarna Norden 901 Expedition. Und dafür haben wir jede Menge Zubehör. Bleibt dran und checkt das aus. Ja, Husqvarna Norden 901 kennen wir ja schon, haben wir auch schon länger im Programm und hatten wir auch im eigenen Fuhrpark. Tolles Bike. Und jetzt hat Husqvarna natürlich noch eine Expeditionsmodell rausgebracht, die Expedition mit einem größeren Tank, mit Original-Kofferhaltern und eben einem recht massiven Unterfahrschutz. Und wir haben dann trotzdem das Motorrad uns an die Brust genommen und weiteres Zubehör im Bereich Schutz und im Bereich Gepäck hergestellt und konzipiert. Und fangen wir mal mit dem Gepäck an. Da haben wir nämlich hier schon unsere Schutzflügeltasche. Das V1-Set gibt es mit zwei Taschen quasi, ein Set. Wasserdichte Taschen, formstabil und die lassen sich an fast all unseren Motorschutzbügeln, Tankschutzbügeln befestigen. Einmal das. Dann haben wir hier vorne unseren Tankrucksack, den Royster Daypack. Hier jetzt in Kombination mit unserem Lockit Tankring. Es gibt aber auch den Basic Tankring für dieses Fahrzeug und dann kann man natürlich aus dem vollen Portfolio von Hepco & Becker, was Tankrucksäcke angeht, schöpfen und hier das Ganze montieren. Kommen wir in den Heckbereich des Fahrzeugs. Da haben wir einmal unseren fest verschraubten Kofferträger in Schwarzpulver beschichtet. Hier bekommt man all unsere Hartschalenkoffer dran, wie hier zum Beispiel den Junior Flash mit der schwarzen Blende. Man bekäme aber auch natürlich all unsere Alu- oder anderen Kunststoffkoffer an diesen fest verschraubten Kofferträger dran. Wenn man, geschuldet an dieser Auspuffsituation, oben eine symmetrische Kofferbefestigung haben möchte und ein Kofferbild, dann bieten wir natürlich auch unser Cutout-System mit unseren Explorer Cutout-Koffern an. Das heißt, auf der Auspuffseite ist dann eben die Aussparung im Koffer und auch im Träger und dann hat man ein schönes Bild und das Maximum an Volumen generiert. Nehmen wir wieder auf, geht ruckzuck, wie ihr seht. Im Heckbereich haben wir natürlich auch verschiedene Rack-Lösungen. Hier einmal unser TC40, auch aus der Junior-Serie, eben passend zu den Koffern. Da geht auch schon ein bisschen was rein, gibt aber auch noch größere Top-Cases, auch wieder Kunststoff oder Alu, kein Problem. Dafür brauche ich nur entweder unser Alu-Rack, das ist hier einmal verschraubt auf der Original-Gepäckbrücke, oder alternativ unser Easy-Rack, bei dem eben optional dieser Bügel einklappbar ist, den wir brauchen, um unser Top-Case zu befestigen. Wenn man eher der Freund ist von Seesäcken, von wasserdichten Taschen, kann man hier statt dem Alu-Rack oder dem Easy-Rack auch unsere universelle oder nein, eine modellspezifische Gepäckbrückenverbreiterung montieren. Hier lassen sich dann größere Taschen wunderbar verzurren auf dieser Platte. All diese Hecklösungen sind auf jeden Fall kompatibel auch mit den Originalhaltern, Taschenhaltern, die Husqvarna bei dieser Expedition mitliefert. Also könnt ihr auf jeden Fall kombinieren. Mal wieder unser Topcase drauf für das schönere Bild. Und so viel jetzt mal zum Gepäck. Kommen wir nun zu unserem größten Steckenpferd, dem Schutz des Fahrzeugs. Wie gesagt, Husqvarna bietet bei dieser Husqvarna Norden 901 Expedition schon eine sehr, sehr stabile Motorschutzplatte an. Wir gehen da aber noch mit zusätzlichem Schutz dran und haben hier einmal in Schwarzpulver beschichtet unseren Motorschutzbügel Solid dran. Solid heißt nochmal ein Anschrubpunkt mehr als der normale Motorschutzbügel und eben der Komplettschutz von oben, von der Lampenmaske bis runter zum Motor. Gibt es in verschiedenen Farben. Um daraus zu finden, welche Farben es gibt, geht auf unseren Webshop hepco-becker.de. Wunderbar. An diesem Tankschutzbügel haben wir auch unsere Zusatzscheinwerfer, die LED-Flute, verbaut, um mehr Licht und mehr Sicht zu generieren. Husqvarna kommt ja schon mit Zusatzscheinwerfern im Originalzustand. Dafür bieten wir, um diese zu schützen und auch den Hauptscheinwerfer zu schützen, unser Lampenschutzgitter. Das Lampenschutzgitter schützt schon mal vor gröberem Steinschlag. Für feineren Steinschlag bieten wir zusätzlich noch eine Plexiglasscheibe passend dazu an, die man hier dazwischen noch montieren kann. Falls man dann doch mal im Schotter, im Wald oder sonst wo sich ablegen sollte, dann hilft auch unser Griffschutz. Der Griffschutz schützt nicht nur den Lenker, die Hebel und so weiter, sondern auch den Fahrer, die Hände und ist so konstruiert, dass er sich den Originalkonturen des originalen Handschutzes, Griffschutzes hier von Husqvarna schön anpasst, den aber wie gesagt verstärkt und zu einem richtigen Schutz transformiert, würde ich sagen. Ja, und für den sicheren Stand haben wir für den Seitenständer natürlich unsere Seitenständerplatte, die jeder haben sollte.
Für weitere Informationen, wie schon erwähnt, geht auf unsere Webseite. Ich würde mich freuen, euch wieder begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt: Hallo liebe Freunde des gepflegten Motorradzubehörs. Und bis dahin wünsche ich euch allzeit gute Fahrt. Bis dahin, euer Daniel. Ciao.